So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also erstens natürlich wieder mit dem SV Darmstadt und zweitens im International European Cup, was auch immer, im Vorbereitungsturnier gegen AS Nancy. Aber eine Partie, die wir heute versuchen werden, nochmal zu simulieren. Ich kann euch da eben rechts nochmal schnell die Tabelle zeigen. Bristol City auf 1 mit 3 Punkten. Wir mit einem, mit Frosinone, das war unsere erste Partie. Und Nancy momentan mit dem Rücken zur Wand, mit gerade mal 0 Punkten. Heißt, ich verspreche mir davon, dass wir in der Simulation vielleicht gewinnen und dann das letzte Spiel gegen Bristol um den Platz 1 in unserer Gruppe vielleicht selbst spielen werden. Das werden wir mal gucken. Bevor wir mal loslegen, kleine Info noch an euch. Ihr seht die Top-Transfers. Tyson für 18 Millionen zu Aston Villa. Orellana wechselt zu Marseille für 10,5. Und die Bayern holen Marlon. Wer ist Marlon, Freunde? Aus Brasilien müsste das sein für 1,8 Millionen. Also die Bayern schlagen da erstmals auf dem Transfermarkt zu. Und in dem Sinn, wenn euch das Video wieder gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr Bock habt auf die Karriere. Lasst am besten noch ein Abo da, dann verpasst ihr gar nichts. Und wer sich denkt, Darmstadt, naja, gibt's auch einen geileren Verein. Yo, schaut auf meinem Kanal vorbei. Auch da werden wir noch, oder machen wir ja momentan noch, das Let's Play, die FIFA 16 Karriere mit dem FC Barcelona. Aber genug geschwärmt. Wir gehen jetzt das Ganze an, müssen ein bisschen durchrotieren. Ich habe es im letzten Part angesprochen, Sulu ist leider Gottes noch verletzt. Von dem her werde ich da, denke ich mal, Gorka bringen. Wembacher ist noch mit am Start. Wieso spielt eigentlich Diaz nicht auf links? Ich gehe jetzt, glaube ich, wirklich mal mit der bestmöglichen Einstellung hier rein. Aber das dürfte schon so ziemlich sein, Jungs. Das hat sich gereimt. So. Heller auf links, Rosenthal und vorne drin natürlich Strohengel bzw. Sandro Wagner. Das passt. Das passt. Zack, das können wir erstmal speichern. Kleine Info noch auch an der Stelle für alle, die nicht zugeschaltet haben im letzten Part. Transfertechnisch sind wir noch am Planen, es gibt noch gar nichts Neues zu vermelden. Wir haben uns im letzten Part um alles Mögliche, um Gott, um die Welt gekümmert und werden heute wahrscheinlich die ersten Transfers hoffentlich dann tätigen können, wenn alles gut läuft. Das ist zumindest das Ziel, aber so einfach ist es dann nicht mit Darmstadt, mit unseren paar, mit unseren 2 Millionen, die wir haben. Müssen wir mal gucken und ich bin auch momentan so ein bisschen am Vorproduzieren. Heißt, ich kann gerade nicht direkt auf eure Kommentare eingehen, aber das werde ich dann, wie wir es in FIFA 15 auch immer gemacht haben, im Laufe der Woche tun, damit ihr da schon mal Bescheid wisst. So, 60 Minuten rum, wir liegen 1-0 hin gegen Nancy, das ist kein gutes Ergebnis. Aber ich denke, wir werden trotzdem es noch selbst in der Hand haben am letzten Spieltag. Wenn wir gewinnen, unentschieden wäre halt top. Unentschieden wäre halt noch top gewesen, aber so. Dale 1-0, Nancy besiegt uns im zweiten Spiel in der Vorbereitung. Nationaltrainer interessiert uns erstmal nicht. Ali Kasimi würde gerne wissen, was er für eine Rolle spielt, der Kollege. Kasimi, mein Lieber. Was spielt er für eine Rolle? Ja, boah, gute Frage, ganz gute Frage. Was können wir denn da auswählen? Sporadischer, ich würde sagen, künftiger Stammspieler. Was anderes geht da nicht. Okay, versuchen wir mit ihm zu verlängern. Kempe hat verlängert, Konstantin Rausch hat verlängert, traumhaft, das freut uns. Und Sulu freut sich, dass er eine Auszeit bekommen hat, sehr, sehr gerne. Du warst auch verletzt, wie willst du denn verletzt spielen, Junge? So, wir gehen ein bisschen weiter, European International Cup, Rückblick, interessiert uns nicht. Wembacher wird auch gerne wissen, was er ist. Okay, Wembacher, den möchte ich ja, das ist ja so der junge Mann, mit dem ich auf jeden Fall nochmal verlängern will. 57er Stärke mit, ich glaube, 18 Jahre, die er jung ist. Das müssen wir tun, geht mal auch mal mit künftiger Stammspieler. Schauen wir mal, was er sagt, der Kollege. Und ihr seht schon, jetzt hat Bristol City steht vor der Tür. Das ist die erste Partie, die wir heute spielen werden in der FIFA-Karriere. Und es ist auch wenn der Part vielleicht nach dem Barcelona-Part rauskommt, aber ich nehme den jetzt vor. Es ist kompliziert. Es ist auf jeden Fall gleich mein allererstes Spiel in der Karriere, das ich selbst spielen werde. So, können wir es schon mal machen. Kasimi, Wembach hat auch abgelehnt. Oder ist das? Nee, das ist von vor 2 Tagen. Obwohl, das habe ich eigentlich gelöscht. Wembacher? Hat Wembach jetzt wieder abgelehnt? Das wäre bitter. Nee, Verhandlungen laufen. Okay, das habe ich nur nicht gelöscht. Seiler mit der Vertragsverlängerung, sehr schön. Und Kasimi hat abgelehnt. Kasimi möchte wissen, welche Rolle er spielt. Die Rolle haben wir ihm gesagt, Kollege. Wenn das nicht reichen sollte, dann wird er am Ende verkauft. Ich gebe ihm jetzt mal 3000 nochmal mit. Das sind nochmal 400 Euro mehr im Monat. Die kann er gerne haben. Und dann machen wir künftiger Stammspieler. Mehr wird nicht, Jung. Mehr wird nicht, Jung. So wichtig ist er mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Kasimi möchte mehr spielen. Ja, nur am Meckern der Kasimi, Jungs. Wahnsinn. So, Training haben wir gemacht, da gibt es soweit nichts Neues. Wie gesagt, zu den Scouts oder zu den Spielern, die wir uns kaufen wollen. Auch da müssen wir einfach noch warten, weil da gibt es noch nicht wirklich die Updates. Wenn wir mal reinschauen im Transfermarkt in der Wunschliste. Die Spieler, die wir wollen,
ja, da ist noch nicht alles durchgescoutet. Schauen wir mal, wenn wir da drauf gehen. Seht ihr noch irgendwas? Wie lange genau? Nee, ne? Erstmal noch nicht. Aber da müssen wir noch abwarten. Wenn bekommen wir da unsere News? Da, ich glaube, wir haben bei keinem einzigen bisher eine Gesamtstärke angezeigt bekommen. Heißt, das dauert noch. Das dauert noch. Aber halb so wild, die Zeit haben wir. Wir haben jetzt gerade mal, was haben wir denn? Anfang? Nee, Mitte Juli. Mitte Juli. Und wir haben ja noch über eineinhalb Monate Zeit. In knapp, ziemlich genau einem Monat kommt dann Hannover 96, erster Spieltag. Aber das werden wir alles sehen. Wir starten jetzt erstmal rein in die Partie gegen die Bristol, gegen Bristol City. Mit einem Sieg, ja, sind wir eigentlich doch mit einem Sieg. Ich weiß nicht, wie es zählt, weil wir das direkte Duell verloren haben gegen Frosinone. Aber mit einem Sieg hätten wir zumindest gute Karten weiterzukommen. Schauen wir mal. Ich werde heute, das zeige ich euch auch nochmal schnell, wie auch die ganze Zeit im Old Trafford spielen wir. Wie geil ist das denn? Habt ihr das gerade gesehen? Da oben steht's jetzt. Old Trafford, 12. Juli. Wir werden auf Weltklasse spielen. Ich werde auf Weltklasse mal starten. Ich habe keine Ahnung, wann wir auf Legende umschalten werden. Sicherlich irgendwann im Laufe des Let's Plays, aber wann soweit ist, keine Ahnung. Und sonst gibt's, glaube ich, nichts wirklich Wichtiges mehr zu sagen, Jungs. Legen wir los gegen Bristol City. Die allererste Partie, die wir heute also spielen werden im International European Cup. Im Vorbereitungsturnier, wo man doch ein bisschen Kohle abstauben kann. Was mich jetzt auch mal interessiert gleich. Das nicht. Sondern, ob das Stadion voll ist. Das ist ja auch mal noch interessant. Ist das Stadion voll? So, ich treffe eh nicht. Darmstadt gegen Bristol, ist das Stadion voll? Ja. Also, ganz klar, wenn im Old Trafford Darmstadt gegen Bristol City spielt, im European International Cup, dann ist die Hütte voll, Freunde. Also, in dem Sinn, let's go, die allererste Partie in der FIFA 16 Karriere, die wir selber spielen werden. Das allererste Spiel überhaupt in FIFA 16, Darmstadt gegen Bristol City. Da bin ich mal gespannt. Jungs, bin ich mal gespannt, wie die Kollegen sich spielen lassen. Es gibt die erste Chance. Dominik Strohengel. Gute Möglichkeit. Dritte Minute. Da kommen wir richtig schön rein. Kombinieren und schön nach vorne. Und dann gibt es die erste Chance. Schade, schade, dass der nicht reingeht. Was ein bisschen blöd ist, dass wir natürlich jetzt gegen einen Gegner spielen, gegen den wir eigentlich, ja, ich weiß nicht, aber ich denke mal, das Spiel machen sollten und auch vielleicht könnten. Aber wir wollen uns natürlich auch eigentlich auf die Bundesliga vorbereiten. Und da treffen wir halt auf eine, ja, gegen die wir nicht unbedingt das Spiel machen müssen, sondern gegen die wir uns ne... Oh, scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst. Scheiße, 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 scheiße. Gut von Martenja. Glück gehabt, Freunde. Ganz tief durchschnaufen. Also da muss ich aufpassen. Das war da gegen Vereine spielen, gegen die wir absolut nicht das Spiel machen können und machen werden. Boah, ich tue mich gerade richtig hart. Und dann drüber von Bischof. Von dem her wäre es natürlich gut, wenn wir uns da heute mal so ein bisschen hätten einspielen können. Ich spiele ihn jetzt kurz. Jetzt muss er kommen. Jawohl. Mit Konterspiel, aber ich will jetzt hier nicht auf Konter spielen gegen Bristol City. Schön gespielt. Jawohl. In die Mitte legen. Guter Ball. Noch ein zweiter. Schön. Oh, und dann wird er gestoppt. Dann der Schuss und dann war der nicht schlecht. Nochmal heller. Nochmal abgelegt. Spielen wir nochmal in die Mitte. Schau mal ganz tief. Und jetzt muss... Oh, Niemeyer kann den nicht kontrollieren. Da hätte er mal richtig schön abziehen können. Schade. Garic, so wird er ausgesprochen, habt ihr, glaube ich, geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, ich mache es richtig. Falls ich da irgendwas falsch sagen sollte, verzeiht mir. Und schreibt gerne die richtige Aussprechweise in die Kommentare, Jungs. Damit wir das irgendwann haben. Oh, das war eine richtig gute Flanke da. Und der Dropkick geht dann doch ein Stückchen drüber. Also 17 Minuten gespielt. Das ist noch so ein bisschen, ich würde fast sagen, ganz, ganz komisches Spiel. Bristol hatte ein paar Chancen, wir hatten ein paar Möglichkeiten. Ohne dass es aber natürlich ein absolut hochwertiges Spiel ist. Aber das war auch so nicht zu erwarten. Rausch. Garic. Ah, kann sie nicht ganz durchsetzen. Garic. Irgendwie sowas. Irgendwie so soll man den angeblich aussprechen, den Kollegen. Und jetzt, oh, ich wollte gerade sagen, gibt es vielleicht die Konterchance, aber da kommen die Gegner erstmal wieder dazwischen. Junior Diaz, gut gemacht. Heller. Strohengel, jawohl, das ist wunderschön gespielt. Jetzt muss der Außenverteidiger hinterlaufen. Koka Rausch, nach außen gelegt. Schönes Ding. Garic geht vorbei. Garic. Jetzt bringt die Flanke. Garic. Oh Gott, die war ein bisschen weit nach hinten hier. Die war ein bisschen arg weit nach hinten. Schade. Erste richtig gute Möglichkeit oder die zweite eigentlich. Erstmal vertan. Last. Kann man nicht hier nach unten gelegt. Da ist Pack. Wieder hochgelegt auf Last. Beziehungsweise Last, Jungs. Last und Pack. Jetzt schauen wir mal. 25 Minuten vorbei. Also wir brauchen hier wirklich den Sieg. Rein sportlich gesehen wäre es natürlich top, um sich weiterzuentwickeln. Aber sicherlich auch rein finanziell, um mit dem SV Darmstadt oder zumindest aus Darmstädter Sicht einen großen Sprung zu machen, was die Kohle angeht. Ich weiß nicht, was der Gewinner dieses Pokals gewinnen wird.
an Millionchen oder an Hunderttausenden, keine Ahnung, aber das wäre schon eine Wucht, wenn wir da ein bisschen Kohle mit abstauben können. Eine halbe Stunde gespielt. Da ist Bishop. Bishop, aufpassen, dass da nichts Gefährliches draus wird. Das ist super! Garic, Garic, fast mit dem Eigentor. Boah, ich habe noch gedrückt, ihr habt es gesehen, aber so schnell konnte er gar nicht reagieren. Bristol City, erste richtig starke Möglichkeit da auf unser Tor. Martenja, so, jetzt probieren wir mal jetzt schnell zu machen. Niemeyer, schöner Ball. Junior Diaz, guter Ball. Heller, Heller, überragendes Ding. Jetzt gibt's die riesen Konterchance. So, Jungs, komm, macht was Gutes draus. Rosenthal, aber natürlich nicht der Allerschnellste mehr. Gut gespielt. Heller, schönes Ding. Rausch, Rausch mit der Möglichkeit und dann ist er drin. 1:0, 36. Minute im Old Trafford. Und der SV Darmstadt 98, die Lilien führen. Richtig schön gemacht von Rausch, der sich gut durchsetzt. Und dann aus Spitzenwinkel einfach mal das Ding auf den langen Pfosten draufkloppt. Wunderbare Führung, 1:0. Jungs, Rausch mit dem Treffer, das ist wichtig. Dann jetzt ist die Chance wieder da, dass wir in diesem Pokal, in diesem International European Vorbereitungsturnier Cup, was auch immer, vielleicht doch noch ins Halbfinale kommen. Schade, schade, dass wir da das letzte Spiel nur unentschieden verloren haben gegen Nancy. Sonst wären wir jetzt safe durch. Sonst wären wir jetzt safe durch, selbst mit einem Unentschieden. Aber hilft alles nichts. So, Niemeyer. Wenn es geht, versuchen noch ein Türchen gleich nachzulegen. Rosenthal. Gut gemacht, den kriegen wir noch. Da ist Heller. Heller. Heller, Heller, da will er schießen, da wird er gefoult, da gibt es den Freistoß, 40. Minute, nah am Türchen, Konstantin Rausch, ja bla bla bla, wir schauen mal rein, Freistoß-Brace auch am Start, haben wir, wer ist denn da unser bester Schütze, es ist Konstantin Rausch, ja dann probieren wir es mal mit Rausch, Konstantin Rausch, Konstantin Rausch in die Mauer, ja der war gar nicht so verkehrt, der war gar nicht so verkehrt, aber am Ende reicht es leider Gottes nicht, Caldirola, mal mit dem Seitenwechsel, der war schön, mal ein bisschen das Spiel breit machen. Garrix. Rausch. Jawohl, Rausch. Kriegt er den wieder. Der war schlecht gespielt. Bishop dazwischen, der Stürmer, der da weit mit nach hinten gerade gearbeitet ist und gearbeitet hat. Und sich so die Kulle wiederholt. Schöne Grätsche. Ball bleibt trotzdem bei Lars. Da ist Smith nach unten gelegt. 45. Minute. Brian zurückgespielt. Wieder Smith. Wieder Brian, wieder Smith. Also, Bristol findet noch nicht so wirklich Wege nach vorne. Das machen wir gut. Stehen mit unserem 4-2-3-1 defensiv relativ sicher. Lassen da kaum was zu. Das gefällt mir dann doch schon sehr, sehr gut, was wir da machen. Und von dem her ist das doch ein ganz gutes Ergebnis dann jetzt. So, gib nochmal den Freistoß. Gib nochmal den Freistoß für die Männer in Rot. Kurz vor der Pause und dann dürfte das hier erstmal gewesen sein. In diesem ersten Durchgang. Aber mal schauen, ob Bristol noch was Gutes draus macht. Nochmal zurückgelegt und jetzt ist los. Also, gehen wir rein in die Pause. 1:0 die Führung. Ganz, ganz stark von Rausch, der die Bude da macht. Wir schauen rein. Frozenone führt gegen Nancy. Das ist top. Oder? Jetzt lass mich mal überlegen. Frozenone. Da haben wir gewonnen und, warte mal, wer ist da auf 1? Nancy. Nancy hatte 0 Punkte. Die haben jetzt 3. Wir haben, ja, ich glaube, das müsste gut so sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube schon. Ich bin mir gerade ganz unsicher, Jungs. Ich weiß die Tabelle gerade nicht aus dem Kopf. So, egal. Das sollte auf jeden Fall gut sein. Kleine Info auch noch für euch. Übrigens, Freistoßspray auch nach der Halbzeit noch am Start da oben links. Unfassbar. Wir können ja jetzt halt in den Vorbereitungsspielen unendlich wechseln. Das ist schon mal ganz gut. Und das werden wir auch dann machen. Rosenthal. Rosenthal. Oh, fast ein guter Ball. Little dazwischen. Kann da erstmal schön klären. Junior Diaz. Oh mein Gott, wo war der denn hin? Last letztendlich. Dazwischen. Agard oder so. Nach oben gespielt. Smith. Grätsche war super. Gut aufgepasst. Batten. Müssen wir so ein bisschen von hinten angreifen gegen die KI, weil die spielt den Ball ganz gerne mal ein bisschen hinten rum. Das habt ihr festgestellt. Oh, da kommt man nicht hin. Das ist super gemacht von den Jungs aus Bristol. Aber Gorka, unser Aushilfsverteidiger für Sulo, macht das ganz, ganz stark. So, Kontermöglichkeit. Oh, das ist ganz fein gespielt. Rosenthal braucht dann den kleinen Ticken zu lang. Schade, schade. Last wieder. Darmstadt Amas, Konstantin Rausch im Fokus. Okay, sehr interessant. Na klar, mit dem Tor heute hat er sich schon so ein bisschen in den Blickpunkt gespielt für heute zumindest. Nein, 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 nein. Agard. Oh, das macht er stark. Das machen die super. Und dann der Schuss, der ganz, ganz langsam aussieht. Geht aber doch ein Stückchen drüber. 55. Minute. Ich glaube, wir gehen mal rein. Wir überlegen uns mal die ersten Wechsel. Rosenthal zum Beispiel schon ein bisschen am Boden, der Kollege. Nicht mehr ganz so fit. Gondorf dafür in der Partie. Struengel raus, da bringen wir mal Wagner. Heller bleibt erstmal, würde ich sagen. Rausch, raus. Kempe rein. Jungwirth. Franschitsch nicht. Magorka.
Ah, können wir auch nichts wechseln. Dann bringen wir doch nochmal Holland. Und auf der rechten Seite haben wir niemanden mehr. Ja, dann haben wir ja eigentlich schon fast komplett durchgewechselt, Jungs. Aber das können wir gerne machen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir das Spiel hier gewinnen. Also, was heißt, ich bin mir ziemlich sicher. Ich hoffe es, aber ich bin auch guter Dinge. Ich bin positiv gestimmt, Jungs. Und dass wir dann hoffentlich mit ein bisschen Glück noch ins Halbfinale kommen, das wäre natürlich der absolute Traum. Brian. Kommen wir dahinter, kommen wir erstmal nicht hin. Da ist Eiling nach hinten gelegt. Ah, viel fehlt nicht hier. Viel fehlt nicht. Und wenn du so einen Ball da mal eroberst in der Position, dann können wir auch schnell umschalten. Das ist ja dann das Spiel, was wir wollen. Das Konterspiel. Also Gegner doch ganz gut für uns zur Übung sozusagen. Ganz stark. Überragend. Rosenthal macht's breit. Da soll er nicht hin, der Ball. Schade. Eigentlich nach ganz oben, aber halb so wild. Halbe Stunde noch zu gehen. Ball sollte jetzt mal langsam ins Aus, dass wir hier wechseln können. Wäre top. Ein bisschen wollen wir natürlich auch die Jungs trainieren und ein bisschen Einsatz geben den Kollegen. Oh, wieso kriegen wir die Bälle nicht, Mensch? Stehen wir zweimal so fein. Brian. Grätsche geht ins Leere, die auch noch. Da ist Baker. Durchgesteckt, abgelegt. Und dann der abgefälschte Ball drin ist er. 65. Minute, sehr, sehr unglücklich, wie der Ball am Ende in den Kasten fliegt. Aber man muss auch sagen, es ist mittlerweile fast schon verdient. Bristol macht das sehr, sehr gut. Spielen uns so ein bisschen nicht gegen die Wand, aber haben mehr Ballbesitz, ganz klar. Und dann kann sowas mal ganz schnell passieren. So, jetzt die zehnfachen Wechsel. Ich hoffe, die werden nicht alle angezeigt, weil sonst dauert das ewig. Wagner, schöner Pass. Niemeyer, gut gemacht. Dann dauert es zu lang. Holland. Probiert mal den langen, der war fein. Nochmal eins nach oben, Jungwirt, sehr schön. Kempe, hinten hinterläuft er, das ist gut gespielt. Jetzt gibt's die Chance. Garrix, guter Ball, der Kopfball, der kommt dann leider nicht an, beziehungsweise wir gewinnen den Zweikampf nicht, aber sehr, sehr schön schon mal gemacht. Gute Flanke da. Und dann gibt der Schiedsrichter da oben Foulspiel, 20 Minuten vor Ende der Partie. Das war meiner Meinung nach nichts. Wir gehen jetzt mal auf sehr offensiv, Jungs. Werden mal ein bisschen testen, ob wir dann am Ende verlieren oder unentschieden spielen, ist auch egal. Wir müssen alles versuchen hier, 3 Punkte mitzunehmen. Das muss jetzt hier das Ziel sein, um, wie gesagt, sportlich und finanziell einen Sprung zu machen. Baker. Zurückgelegt, da kommen wir nicht hin. Kommen wir da hin, da kommen wir wieder nicht hin. Oh, wir müssen die jetzt irgendwie, aber ihr seht, die spielen das schlau raus, Bristol. Jetzt mal vielleicht der Ball nach vorne, vielleicht mal der Fehler. Grätsche geht eigentlich ins Leere. Die machen das stark, 75. Oh, das ist super gespielt. Das war super gespielt. Gott sei Dank kriegen die nicht unter. Ganz, ganz starker Spielzug. Also Glück gehabt hier erstmal. Ich spiele den jetzt wieder kurz raus. Das sollte erstmal funktionieren. Gorka, oh, fast mit dem Fehler. Garrix. Jungwirth, dauert zu lang. Aber den haben wir nochmal. Mit der Hacke, dauert auch zu lang, beziehungsweise ist da zu ungenau. Aber den müssen wir mal schnell versuchen. Gute Grätsche. Jawohl, das sieht jetzt mal stark aus. Jungwirth. Aber was sind das für Pässe zum Teil jetzt hier gerade? Gibt's ja gar nicht. Komm, hol ihn dir, Mensch. Wir stehen doch schon daneben. Ah, 10 Minuten noch zu gehen, Freunde. 10 Minuten noch zu gehen in dieser Partie. So, wir müssen jetzt alles geben. Durchgesteckt. Chance ist da. Chance ist da. Nochmal zurückgespielt. Jetzt muss er rein. Gondorf 1:2. 82. Minute. Wunderschön gespielt. Und wir führen jetzt hier im Old Trafford gegen Bristol. Jawohl. Und da freut er sich. Huiuiui. Der dicke, fette Patzer da hinten von Bristol. Und da nutzen wir das super aus. Gondorf macht die Kiste. Macht das 2:1 und auf einmal sind wir wieder da, Jungs. Auf einmal ist alles wieder vielleicht gut und wir können wieder träumen vom Halbfinale in diesem Cup. Baker, komm schon, 7 Minuten noch durchhalten. Flint, fast gut durchgesetzt. Nochmal Flint, geht über die linke Seite vorbei, bringt die Flanke. Keeper kommt raus, Martenja im Kasten hat, den macht das ganz, ganz stark. Und wir kriegen hier vielleicht sogar nochmal die Möglichkeit. Wagner, oh, schlechter Ball, der hätte da flach kurz zurückspielen sollen. Nicht so riskant nach vorne. Komm, 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 komm. Ich kriege ihn nicht, jawohl. Sehr schön. Nochmal der lange Ball nach unten. Da ist Sandro Wagner. Ah, komm nicht gegen Batten durch. Und die Grätsche auf den Mann, aber das ist in Ordnung. 88. Ruhig das Foul da machen. Dass hier Bristol nichts mehr nach vorne macht. Können wir uns wieder stellen, können wir uns nochmal konzentrieren. 1 Minute noch zu gehen. In einer packenden Partie hier für ein Freundschaftsspiel. Nochmal der Ball hoch und weit nach vorne, aber ein bisschen zu weit nach außen. Nochmal. Bristol nach oben gespielt. Da ist Flint. Flanke in die Mitte ist nicht schlecht, aber wir sind dazwischen und machen das super. Jungwirth schon mal ganz oben und jetzt der lange Ball nach vorne. Und dann Ball behaupten, aber Wagner kriegt den nochmal. Wagner mit der Chance. Wagner. Oh, kommt er nicht ganz durch? Wird das... Ah, das ist kein Elfmeter.
Bisschen spät gefallen. Und jetzt pfeift er ab, Freunde. Also, 2:1 Sieg am Ende gegen Bristol City. Ganz, ganz wichtige 3 Punkte, die wir einfahren. Hier können wir uns theoretisch nochmal eine Spielzusammenfassung anschauen. Ist ein bisschen leicht aufgebaut wie die Sportschau mit ein paar Zwischensequenzen, mit ein paar Chancen. Aber wir haben ja das Spiel gesehen, von dem her interessiert uns das erstmal nicht. 5 Schüsse, 2 aufs Tor. Bristol City mit 7 Schüssen, 3 auf die Bude, waren die etwas bessere Mannschaft. Aber Gondorf rettet uns, Frosinone gewinnt. Jetzt bin ich gespannt. Stehen wir doch noch irgendwie auf Rang 2, das wäre top. Aber ich bin mir enorm unsicher. Wir haben 4 Punkte. Also wenn es immer punktgleich... Und ich glaube, dass wir mit dem, vom Torverhältnis dürfen wir nicht vorne sein. Doch! Yes, baby! Gegen Odense. Das ist schon mal geil. Das ist schon mal geil, Freunde. Warum sind wir jetzt aber denn da vorne? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Da schauen wir mal schnell rein. Tabelle. Zur Tabellenansicht wechseln. Ach so, weil Bristol und Norsey beide nur 3 haben. Okay, na dann. Weil vom Torverhältnis und direkter Vergleich hätte das nochmal nicht reichen dürfen. Dann spielen wir gegen Odense. Aber ich glaube, das ist trotzdem jetzt nochmal eine Partie, die wir... Wie viel kriegen wir? 730.000. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir die simulieren sollen. Ich habe so Bock, jetzt endlich mal mit der Saison zu beginnen. Ich glaube, wir werden sie simulieren, Jungs, am Ende. Wichtig war, dass wir ins Halbfinale gekommen sind, dass wir da kräftig Kohle mitgenommen haben. Das andere, das passt erstmal. Angebot abgelehnt. Das ist wie Wembacher. Oh, Wembacher ist enttäuscht. Ich würde mal sagen, sporadischer Spieler. Kann man das so sagen? Ich gebe ihm mal... 3-5, aber es ist ein Spieler, den möchte ich schon behalten, wenn es geht. Wembacher möchte ich behalten. Sehr schön. Turnierpreisgeld, das freut uns. Aktuell ist aus Deutschland. Haben wir da irgendwas Interessantes? Philipp Müller, okay. Aber wir wollen ja eigentlich nur die mit Detailinfo und da haben wir dann jetzt noch gar nichts. Also von dem her bringt uns das noch nichts. Müssen wir noch mal ein paar Tage voran und dann denke ich, sollte das aber die Tage auf jeden Fall klappen. Transferangebot für Nick Volk. Eine Kurzleihe FC Stevenage. Das nehmen wir mal an hier, den Kollegen. Der darf ruhig mal verliehen werden. Und dann können wir weiterhin schauen, ob wir... Mit 17 Jahren geht der jetzt hier ins Ausland und spielt da, ne? Ganz alleine. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann können wir mal schauen, ob das irgendwo Sinn macht. So, Schöpf lösche ich mal. Das macht gar keinen Sinn. Jung hätte ich Bock für die Innenverteidigung nochmal einer. Wobei wir da Wembacher schon theoretisch hätten. Aber ich weiß nicht, ob der mit einer 57 da schon so gut ist und reicht. Keine Ahnung. Und sonst müssen wir halt mal gucken. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Jungs. So, heute kein Training. Das ist gut so, denn heute spielen wir... Abschlussbericht, Gideon Jung, das ist schon mal gut. Was hat er denn? Eine 60, Alter, gehe ich wieder falsch drauf. Jetzt hat eine 60. Auf der Leihliste ist er. 2000 Gehalt. Ja, ich würde sagen, warum nicht? Warum nicht mal leihen den Kollegen? Warum nicht mal leihen den Jung? Warum nicht? Eine 2 Jahre wäre natürlich geil, ne? Wollen wir gleich mal 2 Jahre probieren? Oder machen wir 1 Jahr. Es ist immer schwierig. Eigentlich müssten wir fast 2 Jahre direkt machen. Ich würde sagen, wir machen gleich 2 Jahre. Und dann eine Ablöse von 2,5. Aber das werden die nicht machen, oder? Das wollen die nicht machen wahrscheinlich. Ich probiere es jetzt einfach mal. 2,5 Millionen, ich meine in 2 Jahren. Ach so, okay. Ja, dann machen wir ohne künftige Ablöse. Oder wir machen, aber wir müssen schon ein bisschen. Wir machen mal ohne, Jungs, wir machen mal ohne. Wir versuchen den Kollegen mal 2 Jahre zu leihen. Das wäre schon mal geil genug. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So, okay. Okay, 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 so. Sehr schön, das freut mich schon mal mit Jung. Das freut mich schon mal. Wir können den auch kaufen, ich weiß. Also das müssen wir jetzt vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen. Ich weiß, wir können den Kollegen kaufen. Aber das Problem ist einfach, das ist auch, das wäre wieder, ich, auch wenn es in FIFA realistisch wäre im Sinne von 500.000. Aber wisst ihr, das ist, oh, er ist schon ein Talent. Und jetzt hat als Darmstadt ihn zu holen, ich weiß nicht, das fände ich jetzt wieder ein bisschen unrealistisch insgesamt. Von dem her machen wir es mal nicht. Wir gehen mal rein, wir werden mal simulieren, zumindest noch nicht. Vielleicht überlege ich es mir auch noch anders, aber ich lasse es jetzt erstmal so. So, wir wechseln mal ein bisschen. Heller kommt raus, wobei Gondorf müssen wir eigentlich nochmal bringen, der hat es ganz gut gemacht. Da steigt auch die Formkurve an, das ist schön. Sulu darf wieder von Beginn an ran. Und dann passt das, glaube ich. Dann werden wir jetzt das Spiel simulieren gegen Odense, glaube ich, war das. Und dann werden wir einfach mal gucken, wie wir da am Ende spielen werden. Das wird sicherlich eine harte Partie. Odense, der Favorit, ganz klar. Internationale Erfahrung. 2 Unentschieden, Sieg bisher. Jetzt also heute das Halbfinale, wo wir eigentlich schwer von ausgehen können, dass wir das verlieren. Denke ich jetzt mal, aber wir werden schauen. Da, Heller 1-0, okay. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, Jungs.
Schauen wir mal, ob wir so ein bisschen dieses kleine, naja, Wunder, kann man das ein Wunder nennen, aber schon so eine kleine Überraschung, ob wir das durchhalten können. Halbe Stunde noch zu gehen. Es sieht gut aus, Gondorf, Gelbrot, das sieht nicht gut aus, Zohore 1-1. Und jetzt wird es wahrscheinlich, wenn wir Pech haben, den Bach runtergehen. Es geht auf jeden Fall in die Verlängerung. Wir gewinnen 5-4 nach Elfmeterschießen. Jungs, das ist mal geil. Wir stehen im Finale. Verdienen damit nochmal ein bisschen mehr Kohle. Das freut uns schon mal sehr. Spielen gegen Zwolle, PC Zwolle im, oder PEC Zwolle im Finale. Sehr, sehr cool. Das ist ja mal Hammer. Na, das ist ja mal sehr Hammer. Pokal Fight Night war da gestanden. Haben wir irgendwas freigeschalten? Guido Burgstaller, Schöpf, den hau ich mal weg. Den Bericht, den interessiert uns erstmal nicht. Achso, Kaufoption 0 Euro steht da dabei. Ha, Jungs. Jetzt haben wir 3,8 Mille dadurch, dass wir weitergekommen sind. Sollen wir uns ihn jetzt kaufen? Jung. Gideon Jung. Ich bin mir so unsicher. Oh, Jungs, Pressekonferenz. Ich lobe mal unsere Jungs. Ich bin mir so unsicher, weil wir halt Wembach haben und ich schon der Meinung bin, jawohl, der verlängert und Kasimi verlängert auch, weil ich schon der Meinung bin, dass ich halt ganz gerne nochmal trotzdem irgendwo ihn weiterbringen will. Wisst ihr, jetzt haben wir schon mit Wembacher einen jungen Mann da hinten drin, einen Innenverteidiger, aus den eigenen Reihen, warum nicht versuchen, ihn voranzubringen, anstatt Jung zu holen. Das ist so, glaube ich, der Ticken, wie ich jetzt da denken möchte in dieser Karriere. Und ihn zu kaufen, ich weiß nicht, Laie, okay, aber kaufen? Und müssen wir ihn überhaupt kaufen? Wir haben noch Gorka und wir hätten dann Wembacher. Ich glaube, wir kaufen da keinen. Ich glaube, was wir jetzt mal versuchen werden, ist noch uns den Dahoud zu holen. Den Dahoud noch zu leihen und dann schauen wir mal, Burgstaller wäre auch noch top, ob wir das hinkriegen. 1,9 Mille wert, hat das gewisse etwas, linker Mittel, also kompletter Allrounder für vorne. Das wäre sicherlich nochmal eine ganz interessante Sache. Tschatkowski wäre auch interessant. Ich klicke da immer falsch drauf. Hat eine 68, ist auch noch, naja, 25. 1,1 Mille. Burgstaller wäre schon überragend. Burgstaller wäre schon top. Wird uns da auf jeden Fall weiterhelfen. Weil er halt richtig gut ist von den Stats und von allem. Ich probiere es mal. Ich probiere es jetzt mal. Wir bieten jetzt mal 1,25 einfach mal raushauen. 1,9 Mille ist er wert. Oder 1,25. Probier's mal, auch wenn da oben steht zwischen 2,2 und 2,5. Aber ich mache jetzt erstmal niedrig, mal schauen, was der Club sagt. Vielleicht brauchen die gerade Geld. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann können wir das mal löschen, ne? Blablabla, der HSV will nicht. Ich weiß nicht. Ich will da lieber auf Wembacher setzen, Jungs. Unser Kader ist eh schon relativ groß. Machen wir es lieber so. Und dann haben wir das Pokalfinale vor der Tür. Ich denke, das ist nochmal eine Partie, die wir spielen werden. Transferangebot für Ivana. Oh, das ist geil. Kauf von den Löwen. Gegenangebot 450.000. Ich meine, die bieten stark unter Wert. Können wir ruhig mal ein Gegenangebot machen. 450. Wenn er da 100.000 drauflegt, dann darf der Ivana gehen. Vertrag läuft eh aus, von dem er, ja, relativ, ja, dummer Transfer vielleicht schon von den Löwen. Aber in dem Sinn würde ich sagen, war es das mit dem Part, Freunde. Der schon wieder 25 Minuten knapp geht. Nächstes Spiel gegen Zwolle. Das war, ich weiß noch nicht, ob wir spielen werden. Ich schau mal schnell rein. Ich denke fast, dass wir es nochmal spielen werden und dann bis zu Hannover vorsimulieren, ja. Nächster Part gegen Zwolle im Finale. Wenn wir das gewinnen, dann haben wir nochmal richtig schön Kohle. Und in dem Sinn, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und damit bin ich erstmal raus. Macht's gut, haut rein. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.